Jo, einen wunderschönen guten Abend, liebe Pyros. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar werde ich jetzt eine Feuerschrift vorbereiten. Meine kleine Nichte hat nämlich Geburtstag, die wird 10. Und die ist ziemlich Pyro-verrückt. Ich weiß gar nicht, von wem sie das hat. Und da werde ich jetzt eine 10 vorbereiten, beziehungsweise jetzt stelle ich das erstmal vor. Wir haben jetzt heute Freitag. Morgen im Laufe des Tages werde ich die Feuerschrift dann kleben, verbinden und so weiter. Ich erkläre das gleich nochmal kurz. Und Montag wird das dann gezündet abends. Das Video werde ich dann zusammenschneiden und dann in einem hochladen. So, was haben wir alles? Ja, wir haben, kennt ihr ja, denke ich mal, alle, Nico Figurenlichter. Danke, Fokus. Ich bin froh, wenn ich eigentlich mal eine neue Kamera habe. Egal. Nico Figurenlichter, so sehen sie aus. So. Rot-grün mit Farbwechsel. Werden hier oben leicht eingeritzt, sodass das Pulver ganz leicht rauskommt und da wird dann das Tape-Mesh drüber geklebt. Einfach um eine Sicherheit zu haben, dass es definitiv angeht. Weil manchmal ist dieses Papier hier oben, weiß ich nicht, entweder zu dick oder so. Auf jeden Fall kann das mal sein, dass da nicht alle angehen. Und deswegen ritze ich die immer an. Ah, jetzt haben wir auch den Autofokus, Kategorie T1, logischerweise 100 Stück. Jetzt bin ich ja überlegen, die 10... Die steht hier draußen. Da, naja, sieht man jetzt nicht. Eine 1 und eine 0. Jetzt bin ich überlegen, ob ich das einzeln klebe, also einfach klebe oder doppelt in zwei Reihen. Das muss ich nochmal überlegen. Dazu kommen auf eine Platte zwei große Schweizer Vulkane, Leubli-Vulkan, 7 Meter Effekthöhe. Das ist ja Autofokus, ne? 60 Sekunden Brenndauer, Klasse 2, 238 Gramm NEM. Also die sind richtig fett. Davon kommen zwei Stück links und rechts auf eine Platte. Und oben auf die 10 kommen zwei Fontänen. Die kommen aus einer großen Strahlensonne. Das sind zwei Kammern, die einfach nicht gezündet haben bei dieser Sonne. Und die benutze ich jetzt als Fontänen. Die kommen oben drauf. Seht ihr aber dann, wenn es fertig ist. Gezündet wird das alles, hier ist eine Rolle Tape Match, kennt auch, denke ich mal, jeder. Gezündet wird das alles elektrisch mit E-Zündern. Ich zeige euch mal eben kurz die Zündanlage. Die ist nämlich in diesem kleinen Kästchen drin, ganz einfach gemacht. Firing System DB06R. Ich zeige euch das mal eben einmal, ich schalte es mal eben an. Zack. Und zack, so, die einzelnen E-Zünder werden hier einfach dran gemacht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die 7 klicke, hier auf der Fernbedienung, achte mal auf die LED, zack, gezündet, 8, 9, 10, 11, 12. So viele Kanäle brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich brauche 3 Kanäle, einmal für die Feuerschrift, einmal für die Fontänen und einmal für die Vulkane. Vielleicht verbinde ich die Fontänen sogar mit der Feuerschrift, dass ich nur 2 Kanäle brauche. Das weiß ich aber noch nicht. Das muss ich mal eben gucken. Das ist ein ganz simples System. Mehr brauche ich gar nicht. Habe ich mir ausgeliehen von unserem Pyrotechniker, wo wir schon seit Jahren nebenbei immer bei seinen Feuerwerken mithelfen, aufbauen, Zündungen und so weiter und so weiter. Da steht das Stativ, da kommt das Ganze drauf. Aber das seht ihr dann morgen alles, wenn ich das aufbaue. Und dann melde ich mich dann auch wieder. Ich sag schon mal, ja, bis morgen. So, der nächste Tag. Ich bin fertig. So, und zwar, hier sieht man einmal die 10. Alles schön mit Tape Mesh verbunden. Ich habe vorsichtshalber über jeden noch einen ganz kurzen kleinen Streifen Tape Mesh nochmal so quer drüber gesetzt. Dann sollte es auf jeden Fall zünden. Hier der E-Zünder, der kommt auf einen Kanal. Die beiden Fontänen aus den Strahlensonnen habe ich links und rechts daneben geklebt und mit der Feuerschrift verbunden, sodass das in einem zündet, weil die ungefähr dieselbe Brenndauer haben. Das sollte dann passen. Und links und rechts daneben
kommen dann jeweils, ich denke mal so mit einem, ja, 1,5 Meter Abstand oder vielleicht auch 2 Meter Abstand, Kabel ist ja lang genug, die Leutwies. Die werden dann jeweils auf einen Kanal gesetzt an der Zündanlage, jeweils mit einem E-Zünder versehen. Und die werden, kommen dann, wie gesagt, auf einen Kanal, sodass die mit einem Tastenklick beide zünden. Ja, so ist das. Ich habe die 1 und die 0 vorsichtshalber. Ich bin immer so ein Sicherheitstyp. Ich habe die zweimal miteinander verbunden, weil ich das schon einmal hatte, dass das Tape-Match losbrannte und dann in der Mitte auf einmal aufhörte und nicht weiterbrannte. Deswegen doppelt hält besser und das wird auf jeden Fall dann beides zünden. Ja, ich habe jetzt während des Aufbaus nicht gefilmt. Ja, ist, wie gesagt, es gibt mal ein Video, wo ich so eine Feuerschrift mal ein bisschen ausführlicher beschrieben habe. Wenn ihr mal ein bisschen weiter runterscrollt, da seht ihr, wie ich das aufgeklebt habe. Einfach mit Heißkleber draufgeklebt. Ich habe es auch nur einfach gemacht. Ich hatte mal im Überlegen, ob ich hier auch noch eine Reihe mache und die 1 und die 0 dann doppelt zünde, also doppelt zweireich mache. Aber das wäre dann, glaube ich, zu viel. Und ich glaube, so einfach sieht das am besten aus. Wenn man jetzt weiter weg macht und größere Buchstaben hat, dann wäre zweireich, denke ich mal, sinnvoller. Aber so stehen wir relativ nah dran und das lässt sich dann, denke ich mal, sehr, sehr gut erkennen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das Wetter hält. Trocken, kein Wind, das wäre super. So wie jetzt, das wäre optimal. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt erstmal nochmal wieder einen Cut und dann geht das Video weiter am Montagabend, wenn wir das Ganze zünden. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, zumal das wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist das Wochenende ja sowieso schon vorbei, also egal, aber ihr wisst, was ich meine. Bis dann! Und auf die 9. Oh! So, wir sind wieder zu Hause. Ja, im Großen und Ganzen hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Kleiner hat sich mega gefreut, kam auch sehr, sehr, sehr gut an. Ich persönlich bin nicht so 100% zufrieden. Ich denke mal, ihr habt selber gesehen, ein Vulkan hat nicht gezündet und eine Fontäne auch nicht. Bei der Fontäne kann ich es mir wirklich nicht erklären, warum nicht. Die habe ich ja noch nachgezündet. Bei dem Vulkan, wie es auch immer passieren konnte, ist der E-Zünder von der Zündschnur abgegangen. Das habe ich auch erst leider hinterher beim Abbauen gemerkt. Vielleicht habe ich einfach zu hektisch, zu schnell aufgebaut, weil, wie man vielleicht hören kann, es regnet in Strömen und es hat auch währenddessen, während Aufbau, Zündung und so weiter, die ganze Zeit ziemlich geregnet. Die ganzen letzten Tage war es trocken, jetzt heute regnet es ja immer so. Vielleicht bin ich da ans Kabel gekommen, habe es abgerissen. Gut, habe den Vulkan dann, wie man sehen konnte, nachgezündet. Sah trotzdem sehr, sehr schön aus. Sie hat sich mega gefreut, vor allen Dingen, weil sie es selber anzünden konnte mit der Fernbedienung. Kam richtig gut an. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bleibt alle gesund. Ich wünsche euch noch eine schöne, schöne Restwoche und bis zum nächsten Video.